Ja, hallo zusammen und einen guten Morgen. Grüßt euch. Ja, ich glaube, es wird mal wieder Zeit, euch ein Video zu zeigen, wie es hier langsam aussieht. Wir haben jetzt den 10. Februar und ich mache mit euch einfach mal einen One-Cut-Rundgang hier durch unser Grundstück. Mal gucken, wie es hier aussieht. Ich nehme euch mal mit und weihe euch vielleicht mal in die nächsten Projekte ein. Ja, ich stehe jetzt hier an unserem Teich. Der macht sich gut. Und wie ihr hier vorne, wenn ihr hier vorne schaut, steht hier eine neue Pumpe. Dazu irgendwann später mal etwas. Ja, es ist alles sehr nass und ungemütlich, aber jetzt ist eigentlich der erste sonnige Tag wieder nach, sagen wir, 2 Wochen, wo man einigermaßen was machen kann. Und ja, überall blühen schon die Osterglöckchen. Das ist mir eine wahre Pracht. Aber alles ist wirklich komplett nass. Wir haben es auch in der Zeit noch gar nicht geschafft, hier das Laub wegzufegen. Das war einfach nicht möglich, weil es Dauerregen war. Aber das wisst ihr ja selber. Ach ja, hier vorne habe ich mir vor 2 Wochen mal die Arbeit gemacht, den Grillplatz neu zu gestalten. Ist jetzt ein bisschen sicherer, anstatt einfach nur so 2 Kantensteine dahin zu legen. Das ist jetzt auch viel besser geworden. So, gehen wir mal weiter hoch. Hier hat sich auch ein bisschen getan. Hier jetzt erstmal nicht. Aber letzten Montag war noch ein bisschen Zeit und das Wetter ging auch einigermaßen. Da konnte ich die unteren Beete schon mal fertig machen, mit Mischerde belegen, Mist untergraben. Das ist jetzt soweit fertig und hinten sind schon Zwiebeln drin. Kann ich euch auch nur empfehlen, setzt jetzt schon Zwiebeln, das lohnt sich. Ja, die Schläuche, die hier überall rumliegen, die brauche ich gerade, um Wasser hin und her zu pumpen. Ich hoffe mal, dass ich nicht mehr friert, sodass ich hier mein Wasser wieder wegsichern kann für schlechte Zeiten. Ich habe jetzt beide Regentonnen voll und oben die Fässer sind, habe ich gestern mit knapp 2 Kubikmeter Wasser voll gemacht aus der neuen Pumpe. Schauen wir mal, ob das funktioniert auf Dauer. Ich bin noch nicht so ganz zuversichtlich. Ja, die beiden oberen Beete, da brauchen wir noch. Da schaue ich mal, ob ich jetzt die Tage hier Mist drauf bringe und dann irgendwann mit Kompost untergrabe. Ja, und mein neues Beet hier, das Beet Nummer 5. Hier scheint mal schön die Sonne drauf. Ganz toll. Also zur Info, wir haben es jetzt 10:30. Also, naja, jetzt haben wir hier gerade Sonne, aber ihr wisst Bescheid. Ja, und bei dem Dauerregen ist ja alles so nass. Da kann man gar nicht vernünftig arbeiten, da schlampt man direkt ein. Deshalb ist das hier alles stehen geblieben. Trotzdem wunderschön und ruhig. Hier vorne überdacht ist unsere neue Anschaffung. Die zeige ich euch mal irgendwann in einem extra Video, unser Dumper. Ja. Das ist hier oben. Ach, gehen wir mal zu unserem neuen Blumenbeet. Und da kommt auch schon alles langsam raus. Osterglocken fangen schon langsam an. Primelchen sehe ich noch nicht. Aber wir haben hier eine ganze Reihe
Sachen gesetzt, Krokusse. Mal schauen, wie es wird. Ich bin da jedenfalls zuversichtlich. Ja, hier oben hatte ich ja mal, ich glaube Juli oder August, Grünkohl gesetzt. Also Leute, das kann man ja ganz vergessen. Schaut mal, wie groß der ist. Naja, so ist es halt. Gleich mache ich noch den Erdkeller auf. Da zeige ich euch noch ein kurzes Video von. Dann ist noch eine Mahlzeit Kartoffeln drin. Den haben wir hier. Also irgendwann gleich nächster Cut für die Kartoffeln. Ja, wie man erkennen kann, ziemlich deutlich. Hier haben sich Mäuse bequem gemacht. Also in Zukunft mit dieser Glaswolle zu arbeiten, ist vielleicht nicht ganz so schlau. Ich glaube, da besorge ich mir mal irgendwas Festeres. So Dämmmaterial, was man so drauflegen kann. Jetzt nicht gerade Styropor, weil das wieder Sondermüll ist. Aber gut, dann gucken wir uns jetzt mal an, was die Kartoffeln so machen. Ja, gucken wir uns das jetzt hier mal an. Ich glaube, auf einer Seite haben wir halt einfach ein Wasserproblem. Da ist Wasser auf die Kartoffeln gekommen. Während hier die weiter links waren, sind noch trocken. Also künftig also besser noch das Dach abdichten, also den Deckel. Aber ansonsten kann man hier jetzt noch ein paar Mahlzeiten rausholen. Aber ich glaube, die feuchten, ich weiß es nicht, sehen nicht mehr so, die sind fest. Vielleicht sind die noch okay. Ich muss mal schauen. Ja, nehmen wir die mal mit. Ja, das war's. Mir ist auch gerade noch eine Maus entgegengekommen. Ist natürlich klar, solche Löcher finden die. Und die kann man nicht abdichten. Aber gut. Ich denke mal, das war ein sehr guter Versuch. Und für den 10. Februar ist das doch gar nicht so schlecht. Ja, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann gebt mir doch bitte ein Like, empfehlt es euren Freunden weiter und bis dahin wünsche ich euch wieder alles Gute. Euer Rainer.